Vielen Dank, Maike und Peter. Das sah ja super lecker aus bei euch. Und wir wollen euch jetzt herzlich hier aus Bremerhaven begrüßen. Wir, das sind Marc Reichelt. Ja, und die Sarah Barre. Und Heinrück. Ja, wir befinden uns, liebe Kollegen, hier im Schaufenster Fischereihafen. Das ist die Erlebnismeile der Stadt. Und hier kann man richtig gut essen und trinken, aber auch shoppen. Ja, wir befinden uns jetzt hier vor Fiedlers Fischmarkt und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Auf geht's. Auf geht's. Das ist ja hier interessant. Das sieht echt super aus. Toll, Alter. Guck mal hier, ein alter Räucherofen. Moin. 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 Oh, was macht ihr denn hier? Ja, wir wollten uns das hier mal angucken. Das sieht ja alles so toll aus. Kannst du uns da ein bisschen was zu erklären? Oh, ihr habt heute euren Glückstag, ne? Ich bin gerade beim Ausprobieren, beim Kalträuchern, neue Geschmacksnuancen. Die wollen wir versuchen, durch verschiedene Arten von Holz oder Holzspänen reinzubekommen. Und wenn ihr möchtet, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, nehme ich euch einfach mal mit. Zeige ich euch mal, wie so ein Lachsfilet kalt geräuchert wird. Super, das erlebt man nicht alle Tage. Mit. Das machen wir. Aber wir gucken uns hier nochmal die Räuchertheke an. Das sieht ja toll aus. Super aus. Da bin ich schon gespannt, was er uns lecker, sagt. Lecker, lecker. Mensch, ihr habt ja hier so viele Sachen, ne? Ach, aber nicht nur Fisch sehe ich gerade. Ihr habt auch Bratwürste, sehe ich. Und die sind richtig lecker. Fischbratwurst? Ja, das ist original Fischbratwurst. Aha. Die wurde bei uns entwickelt. Jahrelanger Kleinarbeit, sagt man. Ne? Bestehen aus reinem Fisch, Naturdarm. Und es ist drinne Lachsfilet und Kalmar. Kalmar ist ein Tintenfisch, der meistens in der Tiefsee gefangen wird. Kennt ihr alle den mit den langen Tentakeln. Und die fallen nicht auseinander, werden gebraten wie jede, sage ich mal, Thüringer Rostbratwurst. Ne? Ja. Und schmecken richtig lecker. Hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, ganz gesund. Sollte auf jeden Fall in jeden Einkaufskorb und darf auf keiner Grillparty fehlen. Also bei dem nächsten Grillparty von uns ist das dabei. Auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. So, dann zeige ich euch mal, wie ein Lachs filetiert wird, wie er vorbereitet wird zum Räucher. Der ist gerade frisch aus Norwegen eingetroffen. Wow. Zeige ich euch mal. Glaub, das ist ein sogenannter Königslachs, sagen auch einige dazu. Ne? Und der wird gezüchtet in Norwegen, allerbeste Qualität, richtig frische Ware. Und ich zeige euch jetzt mal, wie er filetiert wird und wie er dann vorbereitet wird zum Räuchern. Dazu braucht man natürlich ein richtig vernünftiges Filetiermesser, was auch richtig scharf ist. Das habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Okay. Ne? So. Dann ist es eigentlich relativ einfach. Man schneidet hinter dem Kopf ein, geht dann auf die Mittelgräte und schneidet erstmal einmal komplett von vorne bis hinten durch. Man gleitet direkt auf der Gräte lang, kann man richtig fühlen, kann man noch nicht so viel falsch machen. So wie ich das zeige, ist es auch relativ einfach für jeden, der schon mal mit einem scharfen Messer gearbeitet hat. So. Das Filet bis auf die Gräte runter, darf auch nichts verschwendet werden. Das machst du aber auch nicht das erste Mal. Nein, ne? Ich habe das richtig gelernt. Ich habe mit 6 Jahren in Warnemünde, ich komme aus Rostock, meinen ersten Fisch filetiert. Der Fischer hat mich immer gesehen, wo ich dazu geguckt habe. Ne? Und da hat er mir ein Fisch hingelegt, ein Messer gegeben, komm, mach, hilf mir mal mit. Ne? Und dann hat er mir das gezeigt und ich habe mit 6 Jahren, ungelogen, schon meinen ersten Dorsch filetiert. Ne? Okay. Bin dann dabei geblieben, habe Fischverarbeitung gelernt, bin bei der Hochseefischerei auf der ganzen Welt zur See gefahren, bisschen was gesehen und der Liebe wegen bin ich dann hier vor 12 Jahren in der Firma Fiedler gelandet und ich habe einen Arbeitsvertrag bis zum Eintritt ins Rentenalter. Wunderbar. Und so lange werde ich auch hier bleiben. So, dann schneiden wir den Bauchlappen großzügig weg. Das wird auch nicht weggeschmissen. Das wird hinterher geräuchert und als sogenannte Lachslocke verkauft. Oder man macht hinterher Schnecken davon. Ne, die werden dann auf mit dem Spieß durch, kommen noch ein paar Gewürze rauf, geräuchert, sieht hübsch aus. Ne, kann man dann auch bei uns käuflich erwerben. Also im Grunde verwertet ihr fast alles. Nicht fast alles, es wird. Also. Selbst die Abfälle, die werden wieder zurückgeführt, wird Fischfutter hergestellt, um wieder zum Beispiel Lachs zu züchten. Der also muss ja auch nachhaltig. Ne? Aber auf jeden Fall. So, dann
sind natürlich noch ein paar kleine Geräten hier drin. Das ist ganz einfach. Wir haben dafür eine Grätenzange. Moment. Hier ist sie. So. Und auch so einfach, wie ich das erkläre, geht das. Ne? Man zupft die raus. In Norwegen haben die übrigens schon hochwertige Maschinen dafür. Die ziehen wirklich 100% der Gräten raus. Ne? Ich glaube, auf 100 Kilo Lachsfilet ist eine Gräte noch. Also die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man wirklich keine Gräte mehr findet. Aber so viel mehr bei dir auch? Nein, auf gar keinen Fall. Und so. Dann ist noch Handarbeit. Ja, das ist das fertige Lachsfilet. Die Gräten sind rausgezogen. Und dann passiert eigentlich erstmal gar nicht so viel. Man nimmt jetzt nur noch eine Handvoll Salzmischung. Ne? Wir haben da so ein spezielles Rezept bei uns in der Firma. Das wird rübergerieben und dann kommt das Ganze in einen Trockenraum, in einen Kühlraum, reift eine Nacht, also circa 12 Stunden das Ganze. Und dann, was dann passiert, das zeige ich euch jetzt bei mir im Räucherofen in unserem Fischerdorf. Super. Aber auch eure frischen Fischtheke sieht toll aus. Also ja. Da möchte man ja am liebsten gleich zugreifen. Austern, Riesengarnelen. Wir bemühen uns, den Namen Meeresdelikatessen auch gerecht zu werden. Und ob Montag oder Sonntag, wir haben immer ein sehr großes Sortiment Fischen aus aller Welt. Ne, das geht hier von Rotbarsch, Steinbeißer, die Schellfische, einer der beliebtesten Kochfische, hier gerade in Bremerhaven und im Norden. Ne? Dann haben wir natürlich auch die Austern für die Kenner, wir haben Riesengarnelen zum Grillen. Also für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Und der Kollege kann das mal zeigen, das kann man sogar drehen. Das ist ein sogenanntes Fischkarussell. Also kann ich sozusagen meinen Fisch aussuchen, ich möchte den, genau den Fisch haben. Ja, und auf Wunsch filetiere ich den sogar. Oder ich schupp meinetwegen die Dorade, die wir da haben, zum Grillen. Ich schupp die, mariniere die gleich. Das wird gleich komplett grillfertig gemacht hier bei uns. Also die Kollegen sollen auf alle Fälle wiederkommen. Die kommen wieder. Wer einmal bei Fiedler war, kommt immer wieder. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze kalt geräuchert wird. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Das ist ja wirklich interessant. Ja, also es sieht ja wirklich klasse aus. Guck mal, hier so einen alten Löschwagen noch. Und das war ja auch ursprünglich mal die Packhalle. Genau, das ist, glaube ich, das lag brach irgendwann mal in den 70er, 80er Jahren. Und dann haben die das wieder neu aufgepeppt und das zu einer richtig tollen Erlebnismeile hier gemacht. Also, das ist klasse. Richtig schön. Toll hier bei euch. Ja, gefällt uns. Und ob sie es glauben oder nicht, es macht auch Riesenspaß hier zu arbeiten. Ja, das ist schön. Ich glaube, das sieht man mir auch ja, an. Ja, jeden Tag gehst du gerne zur Arbeit. Mensch, und was ist das denn? Das kann ich euch erklären. Wir sind nicht nur ein ganz beliebter Fischmarkt hier am Schaufenster Bremerhaven, sondern wir haben sogar unser eigenes Fischerdorf. Und das kann ich euch mal kurz zeigen. Hier wird in einer halben Stunde, Stunde wieder richtig was los sein. Das ist so eine sogenannte Steinehütte, nennen wir das. Dort gibt es Mineralien, bunte Steine aus der ganzen Welt. Okay. Hier wird der Wolfgang gleich seine Räucheröfen anschmeißen. Dort gibt es Aale, Forellen, Lachsforellen, Bücklinge und Makrelen. Ganz frisch aus dem Rauch, wirklich noch handwarm. Kann man sich hier hinsetzen und wirklich frisch aus dem Ofen den Fisch genießen. Ne? Aber wir haben nicht nur einen Glücksbrunnen, sondern wir haben auch unsere eigene Räucherhütte, wo jedes Jahr Lehrgänge stattfinden zum Räuchern. Ich will jetzt nicht angeben, aber ich leite die jetzt schon seit 6 Jahren und wir sind seit 6 Jahren komplett ausgebucht. Im Moment geht es nicht, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, aber ich bin schon seit heute Morgen um 4 ganz früh aufgestanden und ich habe euch ja gesagt, wir versuchen auch immer neue Produkte zu entwickeln und mit Salzmischungen kann man einiges machen. Wir gehen jetzt einen anderen Weg. Wir versuchen mit verschiedenen Holzarten, Holzspänen, Holzmehl, paar Geschmacksnuancen reinzukriegen in den Lachs, in den kaltgeräucherten Lachs, den Sie alle kennen als Frühstückslachs im Hotel, ne, oder den man dann auf Brot macht. Und der ist jetzt auch gleich fertig und ich kann euch das mal zeigen und ihr dürft auch mal kosten. Mensch, das ist ja eine tolle Hütte, ne? Ja, klasse. Also hier kann man den ganzen Tag verbringen, finde ich.
Ja, und auch mehr. Ne? Einige kommen hier mit dem Wohnmobil und übernachten sogar und holen sich morgens gleich wieder das Frühstück bei uns hier nebenan im Eiskaffe. Kann man alles tun. Stimmt. Hier in dieser Hütte finden die Räucherlehrgänge statt. Und ich nutze aber auch die Hütte mit meinen Kollegen aus dem Großhandel, um, wie gesagt, ein paar Sachen auszutesten. Das kann man nicht gleich in einem riesen Ofen machen im Großhandel. Sie kennen das, die Hygienevorbestimmungen lassen das nicht zu, dass man dort rum... Ne? Deswegen machen wir das hier bei uns in der Hütte. Und ich kann euch mal zeigen, ich hoffe mal, dass er richtig gelungen ist. Und ihr dürft auch gleich mal probieren. Ich mache jetzt mal den Ofen auf hier. Also riechen tut er schon mal gut. Ui, oh. Ja. Und damit ihr auch gleich mal seht, so sieht dann das fertige Produkt aus. Hat jetzt circa 6 Stunden Rauch bekommen und ja, richtig, also mir läuft schon fast das Wasser ja, im Mund zusammen. Auch. Oder uns. Ja, dann würden wir gerne mal probieren, wenn wir dürfen. Ja, das machen wir doch. So, ich habe auch extra schon mal 2 Teller. Man weiß ja nie, wer hier in meiner Hütte mal zu Besuch kommt. Ach, ich dachte, wir kriegen den ganzen Lachs. Ihr kriegt auch noch mal von mir eine Visitenkarte. Oh ja, ne? Oh, vielen Dank. Dann könnt ihr mir auch hinterher noch mal eine E-Mail schicken. Ne? Auch mal so, wenn euch das nach ein paar Stunden noch mal, das geht ja durch den ganzen Körper, wenn man so einen leckeren Lachs isst. Ne? Und das dauert immer ein bisschen. So, und dann würde ich sagen, kosten wir das Ganze doch mal. So ein bisschen ab. Selbstverständlich habe ich mir die Hände alles desinfiziert. Keine Angst jetzt. Wow, wie zart. Ja, das schon man braucht allerdings das auch ein richtig scharfes Messer, okay, um den Lachs so zu schneiden. Da gibt es sogenannte Lachsmesser für. Ne? Und ich gebe euch jetzt jeden Mal das Tellerchen in die Hand zum Probieren. Dankeschön. Bitteschön. Das sieht ja lecker aus. Das ist übrigens jetzt mit Spänen aus alten Whiskyfässern geräuchert. Also, falls ihr noch Auto fahren müsst nachher, vielleicht noch ein Momentchen warten. Ja, jetzt bin ich ja selber auch mal gespannt. Aber Sarah, ich finde, irgendwie eine flüssige Unterlage wäre auch nicht schlecht dafür. Stimmt. Oder? André, ich habe ja gehört, Fisch, der muss immer schwimmen. Ja, Fisch, der muss schwimmen. Und ja, ich habe hier leider jetzt nichts. Habt ihr noch was mitgebracht? Tatsächlich habe ich uns noch etwas mitgebracht. Marc, schon mal. Ja, genau. Den Altleer Hahnentritt. Genau, das ist der von Lorenzen, von dem Herrn Professor Gokolewski. Ach, das hat er doch in seiner Gartenlaube, glaube ich. Genau. Kreiert oder kredenzt und die ist dann irgendwann in die Luft geflogen. Die ist explodiert, richtig. Also die Gartenlaube gibt es nicht mehr, aber den Altleer Hahnentritt mit 53%, also richtig, richtig heftig. Wir werden den jetzt dazu mal trinken. Sarah, ich schenke uns mal einen ein. Ja. Und dann geht das los hier. So. Nicht zu viel, Sarah, du bist so klein, dann fällst du mir noch um hier. So. Das gut, dann machen wir jetzt den Lachs und dann. Ja, wir wollen uns also erstmal die Grundlage schaffen. Boah. Super zart. Wow. Ja, aber das freut, also, super lecker. Das freut den Räucherer immer. Und vor allen Dingen, auch wenn ihr es verbal rüberbringt, ne, man sieht das schon im Gesicht und wie er schmeckt. Mhm. Und wir hoffen auch, dass diese neue Geschmacksvariation ganz gut bei uns im Fischmarkt angenommen wird, so wie alles, was wir im Moment dort schon entwickelt haben. Ne, wir haben zum Beispiel kaltgeräucherten Lachs auch mit Rotholzmischung. Ne, wir haben natürlich den Gravet-Lachs da, der mit Dill überstreut wird und natürlich ganz Natur, so wie ihr das jetzt genießt. Und schmeckt man auch so ein bisschen das Whisky-Fass raus? Okay. Ja, also es schmeckt ganz besonders, muss ich sagen. Ja, ne? Also, ja. Muss ich sagen, ich habe noch nie so einen guten Lachs gegessen und wie deiner. Das ist schon so eine besondere und diese, Note. Und diese Mischung haben wir auch seit kurzem, weil
Es ist nicht nur Verkaufen bei uns. Die Räucherer, die hier bei uns im Lehrgang waren, fragen natürlich auch nach. Die möchten auch zu Hause immer ausprobieren, neue Sachen. Ja. Und wir besorgen das, probieren das natürlich selber auch. Und es wird sehr gut angenommen. Und ich bekomme auch manchmal die Frage gestellt, warum, ihr seid eine große Räucherei, warum bringt ihr den Leuten das Räuchern bei? Die kaufen doch denn gar keinen Räucherfisch mehr. Das sehen wir gar nicht so. Wir möchten eigentlich unsere Erfahrung, Fiedler gibt es seit 1906, ne? Und unserer Firma geht es wirklich gut, das läuft alles super. Wir freuen uns über die Kunden, wir haben nur positive Resonanzen im Internet, bekommen Lobes-E-Mails, richtig tolle Sache. Und die Leute kommen aber dann, die Räucherer, auch zu uns und kaufen den Fisch und wir kriegen dann das Feedback, wie es geworden ist und das möchten wir auch so beibehalten. Und wir werden auch in Zukunft die Räucherlehrgänge wieder durchführen hier bei uns. Ja, André, ich denke, du hast uns einen tollen Einblick gegeben über Fiedler, über die Firma Fiedler, wie vielfältig sie ist, was man alles machen kann. Und ja, wir aus Bremerhaven, wir dürfen uns verabschieden. Sarah, genau. Prost! Und schalten wieder zurück zu unseren Kollegen nach Bremen. Macht's gut! Tschüss!